Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Adventure-Map. Das ist eine Jump-and-Run-Map, die spiele ich zusammen mit dem Doppelbämmer. Das ist eine ganz nice Aufnahme geworden. Also hat mir auch persönlich richtig Spaß gemacht, die Map. Auch wenn ich nicht der Beste im Jump-and-Run bin. Darum viel Spaß jetzt mit dem Video. Genau, und weil ich persönlich der beste Spieler in Jump'n'Run bin, habe ich mich natürlich bereit erklärt, eine Jump'n'Run-Map zu bauen. Also, ja, zu bauen, zu spielen. Also, let's go. Wo muss ich draufklicken? Ich bin jetzt hier am Spawn, bei so Credits. Genau, die Map wurde gebaut von den lieben iWacky und PhantomMatic. Die ist natürlich nochmal der Link zum Map-Download unten in der Beschreibung. Beschreibung, ich bin hier nicht gefallen. Und hier drüben gibt es anscheinend noch Settings. Ich würde mal sagen, Invisibility bleibt aus. Ich will nicht sehen können, wenn du runterfällst. Keep Left bleibt aus. Showtime bleibt an und Anti-Cheat. Ja, komm, du Cheater. Wird angemacht. Hey, was ist mit meinem Flyhack? Kann ich hier nicht verwenden? Nee, da funktioniert es nicht mehr. Okay. Und dann habt ihr nicht auf das Schild klicken. Wehe, du klickst auf das Schild. Ui. Aus. Und zwar haben wir in diesem Level, das ist die 8.9. haben hier verschiedene Effektblöcke. Und zwar passiert das zum Beispiel mit dem Jump-Wurf. Oder hier drüben, da steht gerade drüber, was das ist, haben wir den Speed. Hier haben wir dann im Blindness, da gucken wir diesen netten Blindness-Effekt. Hier ein ganz cooles Status-Ding, und zwar Levitation. Hier drüben, das heißt Fatness, da bekommt man Anti-Sprungkraft. Ja, was man da bekommt. Hier bekommt man Slowness. Der hier bei Fatness also bekommt man Anti-Sprungkraft. Okay, und dann warte, das hier drüben, ja. Das hier drüben. Aua! Ein Pfeilsturm. Wenn er jetzt drauf bringt, das Pfeil ist euch auch! What the fuck? Warum? Das ist richtig gemein. Und das hier ist ein Stickblock, also Slimeblöcke. Wenn ihr da dran zieht, dann werdet ihr hier oben angezogen und könnt ihr drüber sneaken. Nice, lol, ist das geil gemacht. Das ist richtig cool, ich weiß. Hab ich nur ein paar Minuten. Nein. Und das hier ist ein Breaking Blocks, da könnt ihr drüber laufen und dann, ja, verschwinden die. Dann gibt's eigentlich niemand. Ich kann aber auch hier vorbeifliegen. Ja, du kannst auch hier dran vorbeifliegen, klar. Dann gibt's nicht mehr viel zu sagen. Skip Level ist aus und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den 10 Minuten. Skip Level ist aus. Bist du dir sicher, dass du das mit mir spielen willst? Kannst keine Level. Okay, ja. Wir gucken jetzt mal, wer in den 10 Minuten mehr Level schafft. Ich habe natürlich die Map noch gar nicht angespielt. Ich kenne die noch gar nicht. Ich habe die auch gar nicht vor der Aufnahme ausprobiert. Weil ich mache alles One-Take, weil 10 Minuten. Deswegen habe ich auch eine 10 Minuten Jump'n'Run Map genommen und keine 9 Minuten 59. Damit ich mehr Werbung schalten kann. Und ja, so. YouTube Deutschland. Geschafft. Lieg vorne. Ja gut, also wenn ich ehrlich bin, wurde ich gezwungen von meinem Gast, dass ich doch eine 10 Minuten Map nehme, weil der möchte mehr Werbung schalten. Ja, denn ja, ich brauche das Money, um meinen neuen Mercedes zu finanzieren. Der kostet halt ein bisschen was. Nicht gesagt. Nein, das soll man jetzt hier machen. Ein Sprung ist nur schwierig. Nicht genau! Oh Mann! Ach, ich bin besser. Wo muss ich jetzt hier hin? Also der grüne Block gibt dir einen Jump-Bus, ne? Das musst du. Klug benutzen. Ich glaube, du musst da auch den Punkt rausspielen. Das ist aber auch nicht das Fracture. Oh, das ist voll genial. Ja, ihr seht, ich bin hier, ich bin eigentlich perfekt in Jump'n'Run, deswegen. Also eigentlich bin ich jetzt. Ich tu gerade nur so schlecht, um ihn nicht zu demotivieren. Also ich bin einer von diesen Try-Jump, Try-Harder nicht. Ja. Okay. Und? Ah. Ja, ich hab's geschafft. Nein! Oh, nee. Da schafft man den schwierigsten Jump und bleibt dann an so einer Scheiße hängen. Und? Ah. Mach mal mit der Karotte rechts liegt, das ist witzig. Da bekommst du übelst den Boost. Alter! So schnell habe ich mich noch nie von A nach B bewegt.
Okay, eigentlich schon, aber ich will ihn ja nicht enttäuschen. Ja, geschafft. Wie? Einfach Anlauf nehmen und mit dem Jump-Button losspringen. Ich bin ja schon froh, dass ich den Leitersprung hier schaffe. Hopp, na! Ja gut, hier kann ich aber... Das ist wie so ein kleiner Checkpoint, hier kann ich kaum noch runterfallen. Ja, ja, ich hab's geschafft. Und ich hab's fast geschafft. Ach, na, kann ich den Vorsprung ausbauen, wenn ich wüsste, wo es weitergeht. Juhu! Ja, und dann wahrscheinlich da lang. Ah ja, gut, das war relativ einfach zu finden. Ah, war das knapp. Oh, nice, nächstes Level. Taurus Plant. Taurus Plants. Taurus Plants Level. Oh man, ich könnte mal hier nein, treffen. Warum so knapp immer? Oh, freue ich mich schon, das aus deiner Perspektive zu sehen. Also ja. Leute, direkt so eine kleine Ankündigung. Das ist natürlich ein Battle-Video. Das kommt bei uns beiden auf dem Kanal. Also bei ihm in der Beschreibung wird das Video kommen, genau. Bei ihm auf dem Kanal kommt das Video und bei mir. Und wenn ich es nicht vergesse, dann wird jetzt wahrscheinlich jeden Moment eine Einblendung von seinem Kanal kommen. Da klickt ihr drauf und dann seht ihr das Video aus seiner Perspektive. Ja, und bei mir auch, sofern ich es nicht wie immer vergesse, ihn zu verlinken. Das ist ja bisher auch noch nie vorgekommen. Nein, nicht immer. Also eigentlich nur seit den letzten 5 Folgen. Wow! Ja, er gab mich auch noch nicht zum Verlinken. Das ist eine andere Sache. Ja, okay, du hast, also vor den 5 Folgen hast du noch nie vergessen, mich zu verlinken, das stimmt. Ja. Alter, also wenn du so weit kommst wie ich, dann wirst du dieses Tor. Ich hab's geschafft. Als ob. Oh, Leute, das Level ist Augenkrebs. Das ist ein Augenkrebs-Level, Leute. Ich hoffe, von euch hat keine Epilepsie oder so. Nein, das war sehr doch, aber ich... nee, eigentlich nicht. Nein, kommt besser nicht hin, das Level, wo ich gerade bin. Keine Angst, schaffe ich hier nicht. Und? Ah, aber das ist das, was ich schaffe. Ich bin nicht in dem Level bei dir, oder? Ich weiß nicht, in welchem Level du gerade bist. Ich bin in dem mit den Bäumen. Ich sehe aber deinen Nametag da. Ja, dann bist du... Oh, Leute, der Levitation. Dann bist du wahrscheinlich ganz in der Nähe. Ja, übrigens, die Level hier, das finde ich total nice gemacht. Ich habe keinen Plan, wie man das macht. Werden zufällig ausgelöst. Das heißt, es gibt keine feste Reihenfolge. Sondern, ja, wie gesagt, halt zufällig. Und ich bin schon wieder zu unfähig, diesen Sprung zu schaffen. Mann... Ja. Ach, ich muss jetzt mal so ein bisschen das hier hochstellen und Grafikeinstellungen irgendwas niedriger machen. Ich habe irgendwie viel zu wenig FPS. Ja komm, muss ich mal leichter zu machen, versuche ich mal das Level hier in meinem 5 zu schaffen. Hä, ich habe aber trotzdem 60 FPS, aber trotzdem sieht das ein bisschen laggy aus. Ja, ich glaube, das kommt davon, weil der Server gerade alles noch lädt. Das ist ja mal relativ. Ich glaube, das ist irgendwie 101 Level. Lol. Ja gut, die schaffe ich natürlich alle in diesen 10 Minuten, Viertelstunde. 10 Minuten? Ja, 10 Minuten. Achso, stimmt, es gibt ja 10 Minuten Modus. Ja, den spielen wir glaube ich gerade. Nein, also, den hast du nur am Anfang ausgewählt. Also Leute, nochmal so als Info. Das ist jetzt so eine kleine Vorgeschichte. Wir sind vorhin soweit relativ pünktlich. Okay, ich habe mich vertan und bin 3,5 zu spät. Sind wieder an. Angekommen sind in Skype, haben gequatscht und dann ging der Server online von Arthanos. So, dann dachte ich mir, ja komm, für die Begrüßung wäre doch geil, wenn wir die Mini-Amos-Lens entfernen und uns da oben drauf stellen. So, dann habe ich das Skill eingegeben, weil ich so unfähig bin. Und dann hat er so gesagt, ja, ich entferne die Mini-Amos-Lens für dich und hat damit aber alle Mini-Amos-Lens gekillt. Ja, also hier /Kill@E-Typ gleich Mini-Amos-Lens. Aber alle, beziehungsweise /Kill@E-Typ gleich Amor-Stand und nicht irgendwie Radius eingeschränkt für alle, die sich damit auskennen. Naja, also sozusagen, er hat einfach alle Amor-Stands auf der kompletten Map entfernt und ich glaube, für dieses System sind Amor-Stands relativ wichtig. Ja, dieses System basiert auf Amor-Stands.
Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr was baut, was nur auf Armor Stands basiert, und dann auf einmal die Armor Stands weg sind, das ist wie wenn ihr eine komplexe Redstone-Schatten baut und er sagt sich dann, nee, ich entferne das Redstone. Ja. Dann könnt ihr den Nebelsdorf umlegen, aber da wird nichts mehr passieren, Leute. Ich komme bei diesem Kurs Fluid Parcours nicht weiter. Was meinst du, machen wir? Ah, okay, ich bin weitergekommen. Haben wir zwei Runden, eine auf deinem Kanal und eine auf meinen, oder machen wir die hier für beide? Ich würde die hier bei beiden nehmen. Ich weiß nicht, ob ich mehrere Runden Jump and Run schaffe. Ey. Okay. Warte, dieser Mann, das ist schon bald wieder fast oben. Ich hänge immer noch in Level 7. Okay. Das ist natürlich. Oh lol. What the fuck, was ist das für ein Level? Ja, yeah, jetzt bist du wahrscheinlich im Augengriff-Level. Hey, ich will das jetzt als Dubstep-Remix haben, wie ich hier lang springe mit dem Schwarz-Weiß. Fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Ja, 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 ja. I'm an albatross. Ja, 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 ja. I'm an albatross. Das werde ich jetzt gleich, also werde ich, wenn ich das aufgenommen habe, sehr aufwendig zusammenschneiden, irgendwie zu einer, keine Ahnung, Gundam-Style-Musik oder sowas, oder irgendwelches Dubstep-Zeug. Und die Farben variieren, pink, rot, alles ändern, keine Ahnung, ich glaube, das wird witzig. Und ich hoffe, ihr habt keinen Augenkrebs danach. Ja, genau, ich muss noch so vorher so eine Meldung einplanen, dass ich keine Haftung für psychische Schäden beim Angucken dieses Videos übernehme. Ganz am Anfang dieses Videos. Die Szene musst du mir schicken, dann kann ich nämlich mein Video nicht dieses Video verursacht Augenkrebs. Genau, und so. Nein, pass auf, ich zensiere das Ganze und nehme die Intensität beim Nachbearbeiten raus. Ich bin zu unfähig, den letzten Sprung zu schaffen, alles klar. Achtung, lol, na. Als ob. So, und dann verlinke ich hier oben so ein Video und dann steht dann so da, das unzensierte Video gibt es hier. Ja, Alter, ich bin gerade bei diesem Level, wo dann auch Pfeile hinter den Hacke kommen. Gleich muss es passieren. Ich glaub, das ist so schwierig. Okay, ich glaube, ich habe diese Ich bin halt so unten. Nein, fuck du. Achso, ich werde nur. Ja, ich hab's gedacht. Meinst du, machen wir daraus eine 20-Minuten-Folge, machen das einmal den 10-Minuten-Modus oder reicht dir einmal? Ich würde zweimal 10-Minuten-Folge aufnehmen. Ja, okay, dann teil jetzt auch offen. Oh, okay. Ich hab das Level geschafft. Krass, hätte ich jetzt nicht von mir gedacht. Genau, also, das hab ich auch eins geschafft. Okay, time is up. Und wer hat wohl gewonnen? Welcher Zufall? Es war knapp, aber... Ja, es war knapp. Wie viel hast du? Ich hab 11 Level, sitzt an der Seite im Scoreboard, glaube ich. Ah, ja gut, also ich hab auch schon fast die Hälfte. Ich hab zwei im Arm stecken. Ja gut. Also ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir nehmen dann gleich im Anschluss noch eine zweite Folge auf. Und wenn ihr auch mal seine Augenkrebs erzeugende Perspektive sehen wollt, dann schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei, er ist auf jeden Fall verlinkt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und ciao. Ciao.